Hi und herzlich willkommen zum nächsten Video von die Sachsengriller. Macaroni, Wurst und Käse. Was kann man daraus machen? Eine Macaroni, Wurst, Käsepfanne. Was das beinhaltet, was da bei hinten rauskommt, das zeigt euch jetzt der André. Viel Spaß beim Zuschauen. So, und hier seht ihr die Zutaten für unser schnelles Macaroni-Gericht. Und wie ihr seht, habe ich hier schon alles klein geschnitten. Also die Vorbereitungsarbeiten sind auch schon geschafft und das ging wieder mal ratzifatzi, wie schön wir das auch sagen. Und hier sind sie jetzt, und zwar sind das Macaroni, die habe ich schon mal vorgekocht und die habe ich auch halbiert. Des Weiteren haben wir hier Wiener klein geschnitten, Paprika, dann in der Dose habe ich hier noch Mais und Creme Fraiche, des Weiteren Zwiebel und Cheddar, und als Gewürze brauchen wir bloß Paprika, Salz und Pfeffer. Ja, wie gesagt, Vorbereitungen sind schon abgeschlossen, deswegen gehen wir gleich an die Pfanne über. So, wie ihr seht, wir haben mal die ganz große Pfanne von Petromax wieder rausgeholt. Da hat man ein bisschen Platz zum Umrühren, und hier als Hitzequelle haben wir jetzt hier so einen Gasbrenner. Den kennt ihr ja schon aus anderen Videos. Und wir haben hier schon ein bisschen Öl reingegeben, und wenn dieses dann erhitzt ist, fangen wir natürlich dann mit unseren Zwiebeln. Unsere Würstchen und den Paprika an. Und die werden wir jetzt erstmal in der Pfanne schön scharf anbraten. Die ganze Sache immer schön erstmal mit vermengen. So, 5 Minütchen sind rum. Unser Gemüse hat ein paar Röstaromen erhalten und auch die Würstchen, genau. Und als nächstes kommt unsere Macaroni mit hinzu. Und da seht ihr schon, warum ich die große Pfanne genommen habe. Weil natürlich jetzt hier absolut der Platz voll ist. Da habe ich jetzt schon in der Großen zu tun, dass ich das alles gut umgerührt bekomme, ohne was zu verschwebbern. Ja, wie gesagt, jetzt die Macaroni unterrühren und auch so 5 Minuten mal mit anbraten. So, Nudeln auch fertig. Jetzt kommt unser Mais noch hinzu. Und dann, ich weiß es gar nicht, ob ich vorher gesagt habe, Creme Fraiche, das war Creme Fraiche Kräuter. Die ganze Sache werden wir jetzt auch noch ganz vorsichtig mit unterrühren, aber wie ihr das natürlich kennt, die ganz genauen Zutatenmengen seht ihr dann natürlich im bzw. unter dem Rezept. Also wie gesagt, jetzt ganz vorsichtig die ganze Sache unterrühren. Wie gesagt, die ganze Sache geht hier ratzifatzi, und da kommt schon als nächstes unser Gewürz, das Paprika und Salz und Pfeffer noch mit hinzu. Und wenn wir einmal dabei sind und das noch einmal mit umrühren müssen, kommt natürlich unser Käse noch mit drauf. Und jetzt haben wir eigentlich schon alle Zutaten mit in der Pfanne drinne. Jetzt, wie gesagt, die ganze Sache noch ordentlich unterrühren. Der Käse, der muss leicht schmelzen. Und dann sind wir eigentlich schon wieder auf der Zielgeraden. So, wir müssen noch mal kurz warten. Ich muss noch ein kleines bisschen umrühren. So, die Hitze haben wir unten drunter ein bisschen reduziert, sodass uns die ganze Sache nicht anbrennen kann. Und wie ihr seht, hier fällt ab und zu mal ein kleines Stückchen runter. Aber das tut der ganze Sache keinen Abbruch. Ich werde mal kurz verkosten. Hier müssen wir noch mal abschmecken. Deswegen würzt das jetzt noch nach eurem Geschmack ordentlich ab. Ja, und schon sind wir wieder fertig mit unserem Macaroni-Topf. Ja, was mir natürlich noch eingefallen ist, beziehungsweise meinen Kindern, die haben gesagt, lass uns noch ein bisschen Käse mit drüber streuen. So kann der dann noch ein bisschen obendrauf mit schmelzen, und den Wunsch werde ich natürlich erfüllen. Und ich werde das auch gar nicht erst irgendwie groß rausholen. Ich werde das gleich so in der Pfanne auf den Tisch stellen. So kann sich dann jeder hier was rausnehmen. Und ich würde sagen, noch ganz schnell jetzt verkosten, weil ich sehe gerade, die Batterie ist gleich leer. Deswegen ganz schnell verkosten.
Absolut geil. Und wie gesagt, schnell, einfach und einfach lecker. Der Cheddar-Käse kommt ja richtig gut und die Kräuter einwandfrei zum Nachmachen empfohlen. Deswegen, ich muss jetzt ganz schnell machen. Bis zum nächsten Mal, sagt der Marco unter André. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Schließt am besten noch ein Abo ab, dann verpasst ihr überhaupt nichts mehr von die Sachsen-Griller. Und bis dahin sagt der André und der Marco jetzt endlich ciao, ciao.